Wir haben es inzwischen geschafft und sind nicht mehr am Amtsgericht, sondern am Landgericht. Ja. Hatten heute eine Verhandlung von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Bist du noch fit? Ja, es war schon anstrengend, aber ich bin noch fit, weil die Verhandlung oder dieses Theaterstück hier, das war schon spannend. Das hatte einiges zu bieten. Also zur Frage stand ja das übliche Verteidigungsszenario, die üblichen Versatzstücke, die die Putzelei vorträgt, um ihr zum Teil kriminelles Handeln zu verdecken, nämlich nicht mehr der Verweis auf den Bruch des persönlichen Wortes, sondern auf Kunst- und Urheberrecht, dass sie sich darin gestört fühlen und ihren Rechten zurückgesetzt fühlen, wenn ein Konterfei, ein Bild von ihnen irgendwo in der Öffentlichkeit auftaucht. Das waren die meisten Straftatbestände. Ein dritter, bei dem es um die vermeintliche Verbreitung von Symbolen terroristischer Vereinigungen ging, das wurde noch gar nicht angesprochen. Aber das Wechselspiel zwischen dem Richter, der mit Maske erschien, ich sage zu seinen Gunsten, er machte einen guten Eindruck, das muss ich sagen. Also ich war erstaunt von der Wissbegierde, die dieser Mann hatte, aber er kam mit einer Maske quer rüber, also wie so eine Duck-Duck-Go. Also diese quasi Lächerlichkeit, ob er das macht, um zu tarnen, dass er in Wahrheit dann doch auf der Seite des Rechts steht, mag sein. Vielleicht gehört er aber auch zu denjenigen, die nach wie vor paranoisiert sind durch die ganzen Erzählungen, die ganzen Narrative der letzten Zeit. Ich weiß es nicht. Wenn am Ende ein gerechtes und richtiges und rechtsstaatliches Urteil herauskommt, dann kann mir die eine oder andere Variante ja auch dann egal sein. Ich habe mal noch eine Detailfrage. Irgendwann ging es nämlich um eine Übersetzung von einem Brief von Google. Ja. Hast du den Einwand des Verteidigers verstanden? Er hat ja ein bisschen mit dem Zeugen hier Englischunterricht. Also er hat ja nicht nur Englischunterricht, er hat auch Rechtsunterricht mit dem Zeugen. Aber hast du das mit der Übersetzung verstanden? Habe ich sehr wohl verstanden, denn dieser Putzelist, der aus meiner Sicht möglicherweise sogar eine Straftat begangen hat, indem er eine Verfolgung Unschuldiger begangen hat, dem muss man noch weiter nachgehen, finde ich. Also hochinteressant, ein junger Mann, sehr selbstsicher auftreten, sehr arrogant, sehr herablassend. Also das Negativbild eines dem Bürger zugewandten Polizisten, also ich kann nur mutmaßen, was er in Wahrheit ist. Aber er leitete ein, da ging es um die Frage, wie denn ein Video Verbreitung gefunden habe. Und er habe dann Mitteilung bekommen, von wem auch immer, dass es auf Google sei. Und irgendjemand habe dann auf Google nachgefragt, mehrere Kanäle, wo eine bestimmte Filmsequenz aufgetreten, gezeigt worden sei. Und man habe Google angeschrieben und Google sollte herausrücken, wer das denn war. Dieser Putzelist meinte, dies damit abtun zu können, dass eine wirre Antwort von Google gekommen sei. Google schrieb, it implicates the fundamental rights of citizens of and freedom of speech. Also es impliziert, dass fundamentale Bürger- und Freiheitsrechte und Meinungsfreiheitsrechte davon betroffen seien und in der Güterabwägung, so der englische Text, stünde über dem polizeilichen Ermittlungsbedürfnis eben diese Bürgerrechte. Und das hat dieser Polizist als wirre Einlassung von Google bezeichnet, obwohl der Satz, wie der Verteidiger sehr eindrucksvoll sagte, in einfachstem für Menschen, die die englische Sprache auch nur selten verwenden, Grundkenntnisse natürlich vorausgesetzt, diesen Satz verstehen können müssen. Und an der Stelle war es besonders pikant, weil dieser Polizist oder Putzelist meinte, trotzdem weiter ermitteln zu können gegen den Angeklagten. Und das ist aus meiner Sicht die Verfolgung Unschuldiger. Und es ist aus meiner Sicht auch der Bruch der Grundrechte. Also das Verfahren bietet einige Nettigkeiten, die es wert sind, weiter ausgearbeitet zu werden. Wie warst du mit dem Verteidiger zufrieden? Also sensationell. Ich hatte diesen Verteidiger ja schon ab und zu mal erleben können, habe ab und zu auch mal die Art und Weise gesehen, wie er arbeitet. Also er hat akribisch herausgearbeitet, die Fallstricke und auch die Fehlleistungen dieser ganzen ermittelnden Personen, Putzelisten, vom ersten Beginnen bis zu diesem
schnotterigen Jüngeren und zuletzt einem dritten bärtigen Herrn, der meinte, eine friedliche Kleinstdemonstration auflösen zu müssen, mit dem Verweis auf Abstandsregeln, im Freien wohlgemerkt, an der Klinik Schillerhöhe in Gerlingen, an einer unbefahrenen Straße. Da meinte er, seine Macht demonstrieren zu können, hat sich an einem aus meiner Sicht behinderten, eingeschränkten Bürger, der keine Maske trug, abgearbeitet zuerst, meinte ihn, des Platzes verweisen zu können. Also eine Arroganz, eine Herablassung, eine Bürgerferne, ein zelebrierter Offizialsadismus. Und das hat dieser Anwalt in brillanter Weise herausgearbeitet. Alle drei sind in Schwierigkeiten gekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Interessante ist, wegen der Schillerhöhe, da sind ja auf einmal jetzt zwei unterschiedliche Auflagen in Diskussion. Hat die Auflagenbehörde unterschiedliche Auflagen an die Versammlungsleiterin und an die Polizei geschickt? Ja gut, in dieser Zeit, da jagte eine Auflagenvariante die andere. Kaum einer konnte am Ende noch wissen, was denn aktuell überhaupt gilt. Und das war in dieser Zeit, in der von Tag zu Tag dann dergleichen stattfand. Und am einen Tag galt was und am nächsten Tag galt was anderes. Und genau diese Situation hat der Verteidiger auch herausgearbeitet, dass nämlich am Vortag ganz andere Voraussetzungen, also an dem Tag, an dem das Ereignis geschah, an dem dieser bemaskierte Bartträger, sowieso Irrsinn, eine Maske und Bart, dann muss er sich ja blank rasieren, wenn er denn überhaupt eine Wirksamkeit haben will, wo er sich an diesen wenigen abgearbeitet hat. Und am nächsten Tag gab es ganz offenhörlich und ganz offensichtlich ganz andere Voraussetzungen, nämlich die, die er eben am Vortag schon meinte, durchsetzen zu müssen. Auch das zeigt natürlich dieser Irrsinn, dass die Pozillei meinte, hier den dicken Maxe abgeben zu können. Leute, die dann, wo es wirklich drauf ankommt, wo Delikte gegen Leib und Leben stattfinden und Raub und alles Mögliche, sich, so glaube ich, geflissentlich zurückziehen, bloß nicht in was reinzukommen. Du warst ja irgendwie bei zwei Fällen von den drei auch involviert. Dann hat man ja so die Zeugen gehört. Und hast du die ganze Wahrheit oder wer kennt die Wahrheit? Also die Leute, die hier von Staatssimulationswegen hier angetreten sind, also von Staatsfragments wegen angetreten sind, die sind mit Sicherheit nicht die Gewehrsleute für Wahrheit. Ich sage mittlerweile, also einer aus dieser Truppe lügt bis zum Beweis des Gegenteils. Ich fühle mich heute wieder bestätigt in dieser in den letzten 4 Jahren entwickelten Auffassung. Nein, also die Wahrheit ist etwas anderes. Es gibt die Wahrheit. Aber das, was diese Leute vertreten, ist politische Zieldurchsetzung, die sich jeglicher Verbiegung der Sachverhalte bedient, um dann das politische Ziel auch zu erreichen. In einer Woche, an dem berühmten 11. März, geht es weiter. Ich glaube, da hat mal die Pandemie begonnen. Da könnte sie ja auch enden. Da könnte sie enden, das wäre schön. Dann vielen Dank, Heinrich, für das Gerne. Interview und für deinen unermüdlichen Einsatz. Gleichfalls.